Dual Commentaries of History. Go, deine liebe Abonnenten und liebe Abonnentinnen, ich bin der Gons von RebeatsV, wer denn sonst, und willkommen zu einer weiteren Episode von Epic Dual Commentaries of History. Ja, heute mit keiner fiktiven Person, nein, heute mit einem reellen Stargast, nämlich Hoffbefehl. Ja, Tachhafti, wie geht's denn so? Allen geht's gut, alle sind gesund und Geld kommt, Geld geht, wir sehen die Welt und ja. Jo, dann ist ja alles gut, würde ich mal sagen, ne? Okay, mich würde mal interessieren, was macht dich denn so bekannt, so berühmt? Warum bist du eigentlich so groß geworden? Was ist das? Liegt es an dem Rap? Liegt es an den Videos? Oder was ist das? Was ist das? Erklär mal. Ich kann rappen und die anderen nicht. Okay, also findest du, dass du der Einzige in Deutschland bist, der wirklich rappen kann und alle anderen nur Müll machen? Ist das so? Ist auf jeden Fall so. Und ich kopiere keinen anderen Rapper. Ich bin ich. Okay, also du sagst von dir selber, du bist der echteste, härteste, deutschrappende Gangster, den es gibt? Mhm. Okay, und warum nur du und die anderen nicht? Ja, weil ich echt bin. Also die anderen, also sag mal so, es gibt vielleicht ein paar, es gibt vielleicht härtere Leute als ich in Deutschland. Ist ja klar, es gibt, auf der Straße gibt es abgewichste Leute, das ist normal. Aber in der Rap-Szene, die Leute, die rappen können und CDs verkaufen, also da kann mir keiner was erzählen von der Straße. Okay. Keiner kann mir das Wasser reichen, wenn es um die Straße geht. Aber es gibt halt abgewichste Leute in Deutschland, die auch rappen, aber die können halt nicht rappen. Die kommen auch zwar von der Straße, aber die können halt nicht rappen, weißt du? Okay, und was verleitet dich nun zu dieser äußerst pompösen Aussage, wenn ich mal fragen darf? Also, wie nochmal? Also, wie bist du zum, deiner Meinung nach, besten Rapper geworden? Ja, man liegt halt einfach im Training, aber das ist eine Sache, die man sich irgendwann mal, wenn man jeden Abend 10 Texte schreibt, dann kann man auch irgendwann mal rappen, weißt du, was ich meine? Wenn man nur... Wenn man 3 Songs macht in 5 Jahren und sagt dann, ich bin Rapper, dann ist man kein Rapper, so weißt du, ich meine. Okay, und wie trainierst du, also wie genau machst du? Ja, ich schreibe viel, ich höre mir die ganze Zeit Musik an. Ich habe jetzt, das Album habe ich in 6 Monaten, in 7 Monaten habe ich das Album, ich habe jeden Abend dran gesessen und habe an einem Song manchmal 30, 40 Stunden gearbeitet. Boah, 30, 40 Stunden für einen Text, das klingt jetzt ganz schön viel. Okay, aber warum machst du das denn nur nachts und abends? Ja, weil ich tagsüber keine Inspiration habe. So. Mhm. Ja. Tagsüber gehe ich zum Solarium und essen und hänge auf der Straße ab und sammle Inspiration und abends haue ich dann alles wieder raus. So. Mhm. Ja, ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, wie du da abends sitzt und deine Texte schreibst. Kiffst Weed, denkst im Rausch ist das Leben schön, Probleme lösen sich nicht in Rauch auf. Scheiße, es reimt sich nichts auf schön und der Satz ist schon zu Ende, ich hänge einfach ein Wort dran. Realität, oh scheiße, das reimt sich auch nicht, egal, ist ein deeper Track und ich habe keinen Schulabschluss. Haftbefehl, hier! Yeah. Und weil du ja so ein fantastischer Rapper bist und so lyrisch anspruchswürdige Texte schreibst, hast es ja geschafft, auch dich damit zu finanzieren. Mhm. Was hat sich in deinem Leben denn so grundlegend verändert? Ich muss keine Drogen mehr verkaufen, ich muss keine Leute mehr bedrohen, ich muss keine Sachen machen, ich kann einfach chillen. Und das alles nur, weil so viele Leute deine Musik hören. Kannst du dir vorstellen, was für Leute sind? Also wie? Weiß nicht, anscheinend sind das wirklich Leute, ich bin wirklich eine Person, die wirklich Leute von der Straße anspricht. Und es wird endlich mal Zeit, also es ist die Zeit gekommen, diese Leute, die hören keine anderen Rapper außer mich. Mhm. Das sind Leute von der Straße, die ich wirklich, die hören gezählt, also die hören nur mich. Es ist wirklich so. Und das sind wirklich richtige Leute von der Straße. Wenn du den anderen Rapper zeigst, sag, was ist das für ein Hurensohn? Das ist die Wahrheit. Und die kaufen mir das halt ab, weil die wissen auch, dass ich echt bin. Und das ist halt an der Zeit, dass diese Leute auch irgendwann mal Hip-Hop interessiert. Das interessiert sie, weil ich gute Musik mache und die wissen, dass es die Wahrheit ist, was ich rede. Und ich kann rappen. Okay, okay, da wären wir jetzt wieder im Thema, du bist der Krasseste und alle anderen schlecht, das hatten wir gerade schon. Meine Frage jetzt wäre, wenn du selber sagst, du bist der beste und krasseste Rapper, warum machst du nicht bei so Video-Battle-Turnier mit, also mit Jules Block Battle oder VBT, wo man sich so gegenseitig disst und battelt? Weil ich bin mir sicher, wenn ich jemanden disse, guck mal, das Problem bei mir ist, wenn ich jemanden disse in Deutschland, ja, und der disst mich zurück, dann muss ich seine Mutter ficken, so, weißt du? Okay. Weil es ist so, ich lass mich nicht meine Mutter beleidigen oder irgendwie mich irgendwie doof anmachen oder so. Deswegen disse ich auch nicht gern, weißt du? Ich habe noch bis jetzt keinen Namen in den Mund genommen. Weil ich mir sicher bin, dass irgendjemand was Falsches zurücksagt und dann muss ich ihn töten, so, weißt du? Wow, krasser Gangster, Mann. Okay, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Ausrede, ich meine Begründung, dass du bei sowas nicht mitmachst. Aber du hast gesagt, du hast bisher noch keinen Namen in den Mund genommen. Das stimmt ja nicht so ganz, weil Moneyboy, den hast du schon einmal beleidigt, nicht wahr? Ja, Moneyboy. Ich habe ihn ja auch persönlich angerufen und hab ihm gesagt, dass es nicht so gemeint ist auf dem Song, dass er sich ficken soll und so. Das ist halt einfach mit dem Song bei Sido, mit dem Sido-Song. Da habe ich ihn selber persönlich angerufen in Österreich und habe ihm gesagt, Moneyboy, I'm so sorry because that song with Sido, because I make beefing you roast beefing.
Okay, dann ist ja alles wunderbar. Gut, ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich mich mal so gefragt habe. Und zwar, findest du deinen Gangster-Gehabe nicht eher lustig, lächerlich, also wie du so auf Obermacker machst und so? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen witzig, oder nicht? Ja, Mann, ist voll lustig, gell? Ich find's so lustig. Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel aufstehe und in den Spiegel gucke und diese Klamotten anziehe und dann mein Tränengas nehme, dann gucke ich mich an und sag, ey, du bist so eine Lachnummer. So. Wer hat die Frage gemacht? Ihr? Also, ja, warum? So, meine Freunde, das war das Epic Dual Commentary Series mit Hoffbefehl. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen. Wenn nicht, gebt keinen. Oder gebt einen Runden, wenn es euch wirklich gar nicht gefallen hat. Falls ihr Vorschläge habt, mit welcher Person ich mal ein Epic Dual Commentary Series machen soll, schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne, haut's rein und tschüss.